Im nächsten Slot beschäftigt uns wieder das Thema Regulatorik. Wir haben am heutigen Tag schon an der einen oder anderen Stelle das Thema Regulatorik gehabt. Wir beschreiben es hier oder wechseln hier aber die Perspektive in Richtung Businesspartner bzw. Lieferanten. Ja, das ist das, wir haben es hier ganz grob umschrieben mit Knowing Me, Knowing You nach dem ABBA-Style. Ja, es wird aber hier um eher eine auch kontrovers diskutierte Gesetzeslage geben, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz bzw. das europäische Lieferkettengesetz, das CSDDD. Ich bin ganz gespannt, wie das da aussieht. Gebe das Wort an meinen Kollegen, den Business Development Manager von Schumann, André Schiller, der sich genau auf dieses Themenfeld spezialisiert hat. André, deine Session, bitteschön. Vielen Dank für die Begrüßung, Stefan. Ich habe heute zwei echt erfahrene Gäste dabei, beide von der Kreditreform. Einmal die Frau Sabrina Kuss. Da haben wir vom Werdegang zunächst den Start in der Kreditreform Rating. Hat dort schon im Prinzip die Koordination im Bereich Nachhaltigkeit gemacht und dieses Themenbereich auch weiterentwickelt. Ist dann gewechselt in den Verband der Vereine Kreditreform und hat dort als Business Development Managerin auch ESG und die LKSG-Thematik vorangebracht. Dann haben wir noch Benjamin Spalek, der ist als Managing Director bei der Kreditreform Compliance Services und leitet dort regelmäßig Projekte zur Umsetzung von Compliance- und Datenschutzthemen und berät Unternehmen jedweder Branche vollumfänglich zu diesen Fragestellungen. Besonders hier hervorzuheben ist noch, dass er diesen Erfahrungsschatz auch gewinnbringend einsetzt, dann an der Uni Trier. Da hat er seit 2018 einen Lehrauftrag fürs Datenschutzrecht und ist Gründungsmitglied und Direktor fürs Institut für Compliance und ESG. Wir haben heute einige Themen mitgebracht. Wir fangen zunächst an mit einem kleinen Einblick, was ist gerade aktuell in der Politik, gehen dann ein bisschen in das Fachliche über und werden am Ende dann nochmal ein bisschen Ihnen Einblicke aus der Praxis mitgeben. Und ja, ich freue mich schon auf das Gespräch. Gut, zum Einstieg. Wir haben jetzt einiges mitbekommen aus den Nachrichten. Gerade so Stichwort Wachstumsinitiative, Regulatorik wird immer wieder angepasst, wird immer wieder in Frage gestellt. Vielleicht kannst du uns da, Sabrina, ein bisschen Einblick geben, was ist da gerade aktuell? Ja, klar, das mache ich sehr gerne, weil es ist wirklich viel Bewegung im Markt, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Also wir merken wirklich sehr deutlich, ESG-Informationen werden immer mehr in geschäftliche Entscheidungen eingebunden. Und dann gibt es eben auch relevante Gesetze, die jetzt schon umzusetzen sind und die natürlich auch entsprechend sanktioniert werden bei Nichteinhaltung. Also es wird ernst und von daher finde ich, ist das Thema heute auch zu Recht auf der Agenda und ich freue mich, in der Runde darüber zu sprechen. Ja, also grundsätzlich die angesprochenen Regulationen sind vor allem eben das LKSG, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das deutsche Lieferkettengesetz und auch die CSRD, die europäische Richtlinie für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Das sind so die beiden großen Themen, die aktuell dafür sorgen, dass sich die Unternehmen eben mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen müssen. Die Themen werden sicherlich auch in der Politik schon seit einiger Zeit diskutiert, aber es gibt auch immer wieder Neuerungen in dem Bereich. Da muss man wirklich up to date sein und das Ganze auch verfolgen. Beispielsweise jetzt im LKSG ganz konkret. Das Gesetz gibt es ja schon seit 2023, ist schon seit 2023 durch die ersten Unternehmen in Deutschland anzuwenden. Also eigentlich vermeintlich eine klare Sache. Jetzt wissen wir aber auch seit Frühjahr diesen Jahres, dass die CSDDD kommen wird, also das EU-Lieferkettengesetz. Und das bringt natürlich noch mal mehr Bewegung in das Ganze rein. Es ist nämlich so, dass das grundsätzlich viel diskutiert wurde. Jetzt wurde CSDDD im Juli dann auch tatsächlich final verabschiedet. Da endet der Gesetzgebungsprozess aber tatsächlich für Deutschland noch nicht, weil das geltende LKSG muss jetzt eben an die europäischen Vorgaben angepasst werden. Und die europäischen Vorgaben gelten da natürlich als Mindestvorgabe. Das heißt, da, wo das LKSG schwächere Kriterien ansetzt, muss nachgeschärft werden. Und andersherum ist es aber tatsächlich auch so, dass in einigen Punkten, zum Beispiel beim Anwenderkreis, das LKSG schon jetzt höhere Anforderungen stellt als die zukünftige CSDDD. Und da ist natürlich die Frage, wie wird damit umgegangen? Und da ist es jetzt Aufgabe der Bundesregierung, tatsächlich für Klarheit zu sorgen, das Gesetz anzupassen. Und die Bundesregierung hat sich auch schon dazu geäußert, eben in der angesprochenen, im Rahmen der angesprochenen Wachstumsinitiative. Und demnach möchte sie eben das Gesetz wirklich so schnell wie möglich anpassen, das heißt noch in dieser Legislaturperiode, und hat eben da auch angekündigt, Entlastung für die Unternehmen zu sorgen und den Anwenderkreis deutlich zu entschlacken.
Da muss man aber sagen, das ist jetzt erstmal nur eine Ankündigung gewesen. Der formale Gesetzgebungsprozess, der folgt jetzt erst noch. Aber ich denke, was man sehr deutlich merkt, ist eben dieser Interessenskonflikt zwischen, wir wollen Gesetze und Initiativen auf den Weg bringen, die zu mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft führen, aber auf der anderen Seite die Unternehmen eben nicht mit zu viel Bürokratie zu überlasten. Und genau das ist eben der Grund, diese Diskussion ist der Grund, warum auch gesetzlich noch so viel Bewegung in dem Thema ist. Und das müssen wir jetzt einfach weiter beobachten. Und das Ganze jetzt einmal skizziert gilt jetzt nur für das LKSG. Es gibt ja auch noch weitere Richtlinien, die es auch zu beachten gibt. Ich wollte gerade sagen, gerade dann mit der europäischen Richtlinie und der Berichtspflicht wird jetzt einiges angeglichen. Benjamin, kannst du uns da ein bisschen einen Ausblick geben? Was kommt da noch auf uns zu? Ja, gern. Und zwar ist es so, vieles wurde jetzt ja auch schon von Sabrina angesprochen, nämlich das Thema Wachstumsinitiative beziehungsweise auch generell das Thema der Erleichterung, gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen, die natürlich aufgrund dieser sehr komplexen Regulatorik vor unglaubliche bürokratische Aufwände gestellt werden. Und ein Hebel, den man sich jetzt überlegt hat, ist, dass man das eben soeben schon angesprochene CSRD, also Corporate Sustainability Reporting Directive, schwieriges Wort, die zu Deutsch Nachhaltigkeitsberichterstattungsdirektive eben, dass man hier versucht, eine Konsolidierung der Berichtspflichten hinzubekommen zwischen diesem Lieferketten, also LKSG-Bericht würde ich ihn mal nennen, oder BAFA-Bericht, das ist die zuständige Aufsichtsbehörde für die Überwachung des Lieferkettengesetzes, und eben diesem Thema der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und da man hier eben sehr viel Deckungsgleichheit durchaus bei den zu berichtenden KPIs und den zu berichtenden Informationen hat, gedenkt man hier eine Konsolidierung dieser Berichtspflicht, um da zumindest schon mal eine Erleichterung zu schaffen. Und gucken wir uns jetzt die EU-Lieferkettenrichtlinie an, wie sie auch genannt wird, oder CSDDD, ganz viele Abkürzungen in diesem Nachhaltigkeitsbereich, muss man sagen. Da ist es so, jetzt auch ein signifikanter Unterschied, wir haben davon gesprochen schon, sowohl Erleichterungen als auch teilweise Verschärfungen. Und eine klare Verschärfung ist, dass man nach dem deutschen Lieferkettengesetz ja sich nur die unmittelbaren, in Anführungsstrichen nur, das sind natürlich einige, die unmittelbaren Lieferanten anschauen muss. Und bei der CSDDD ist es nun so, dass man hier nicht mehr von der Lieferkette spricht, sondern tatsächlich von der sogenannten Aktivitätenkette. Das heißt, wenn ich mir jetzt mein Unternehmen hier vorstelle auf einem Zeitstrahl bildlich, dann muss ich einmal nach links und nach rechts entlang der Aktivitätenkette prüfen, bis ich mein Produkt oder meine Dienstleistung beim Kunden abgebe quasi. Und das ist natürlich nicht ohne, um es mal so zu sagen. Ich wollte sagen, es bedeutet ja auch schon wieder eine Ausweitung des Ganzen. Da wurde ja auch viel Panik gemacht oder man hat gemerkt, okay, einige Unternehmen haben auch Respekt davor, was auf sie zukommt. Jetzt gibt es ja in der Compliance schon länger diesen risikobasierten Ansatz. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen abholen. Wie hilft der risikobasierte Ansatz in diesem Kontext, um Unternehmen auch darauf vorzubereiten, sich nur mit dem zu beschäftigen, was wichtig ist? Ja. Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt, in der Tat. Also den risikobasierten Ansatz gibt es jetzt vom Compliance-Gedanken her eigentlich schon seit Jahren. Ja, ich vergleiche das immer gerne, du hast es eingangs ja auch angesprochen, ich komme ja inhaltlich aus dem Datenschutz, die DSGVO habe ich also sehr eng begleitet, bei ganz vielen unserer Mandanten auch. Und da ist eben auch ganz klar dieser risikobasierte Ansatz verankert. Was bedeutet das in der Praxis? Ich gehe eben, wir haben es heute auch schon des Öfteren gehört, Thema Risikoappetit. Ich gucke mir genau an, wo sehe ich meine wesentlichen Risiken im Unternehmen und dann habe ich nur diese zu adressieren und nicht jedes einzelne Risiko. Denn das ist ja nun mal so, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch sich bewusst für den Eingang eines Risikos entscheiden kann, wenn eben der Return on Invest größer ist. Gerade, sagen wir mal, dieses risikobasierte Ansatz bei der Lieferkette war ja häufig zur Selektion, wie du gesagt hast, der Lieferanten. Beim CSRD ist ja auch wieder sehr, sehr viel, was man berichten kann und auch sollte. Wie kann da der risikobasierte Ansatz gewählt werden, um dann vielleicht auch die Fragen ein bisschen einzugrenzen, für die ich berichten muss? Ja, das ist ein super Stichpunkt, genau. Das ist nämlich auch in dem CSRD, also für die Nachhaltigkeitsberichterstattung geltende Regulatorik verankert, und zwar durch die sogenannte doppelte Wesentlichkeitsanalyse. So, was bedeutet das jetzt? Da steckt ja schon mal das Wort wesentlich drin. Ich muss mir also genau anschauen, was ist für meine Geschäftstätigkeit, also welche Nachhaltigkeitsaspekte sind für meine Geschäftstätigkeit wesentlich? Und dann muss ich am Ende auch nur diese berichten. Das heißt, es gibt dann die sogenannte Financial Materiality im Neudeutschen oder zu Deutsch die finanzielle Wesentlichkeit und es gibt die materielle Wesentlichkeit. Man spricht also bei der finanziellen Wesentlichkeit vom Outside-In, also was haben Nachhaltigkeitsaspekte für einen Einfluss auf meine Geschäftstätigkeit? Beispiel der Klimawandel, ich habe mein Rechenzentrum in einem potenziell
hochwassergefährdeten Gebiet stehen, der Wasserpegel steigt, ich muss das Rechenzentrum umziehen. Das hat natürlich einen unmittelbaren finanziellen Impact auf meine Unternehmen und auf meine finanzielle, die finanziellen Aspekte meiner unternehmerischen Tätigkeit. Und bei dem anderen, das sogenannte Inside-Out, ist ganz klassisch, welchen Einfluss hat meine Geschäftstätigkeit auf Nachhaltigkeitsaspekte. Ein plattes Beispiel, ich betreibe eine Gerberei und leite dann die Schadstoffe in irgendeinen Fluss rein. Hat ja einen direkten Einfluss auf die Umwelt. So ist es. Dazu würde ich vielleicht auch noch direkt ergänzen, das ist mir auch wichtig zu betonen, warum ist die Wesentlichkeitsanalyse wirklich so wichtig. Du hattest angesprochen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung kann durchaus komplex sein. Also die Standards, die es da zu beachten gilt, die sehen bis zu 1000 Datenpunkten tatsächlich vor. Und deswegen ist die Wesentlichkeitsanalyse wirklich so wichtig, den Fokus zu setzen, was ist für mein Unternehmen wirklich relevant und welche Themen kann ich auch ausklammern. Da vielleicht noch als interessante Side-Note, also von diesen 1000 Datenpunkten muss ich eigentlich am Anfang zu 80% dieser Datenpunkte eine Wesentlichkeitsanalyse durchführen. Und wenn ich dann feststelle, okay, manche Themen sind nicht wesentlich, dann habe ich darüber auch nichts zu berichten. Das heißt, das ist die Wesentlichkeitsanalyse wirklich auch ein gutes Instrument, um einfach auch die Komplexität in dieser Sache zu reduzieren. Das ist ja dann, ich fand es beim LKSG-Kontext immer sehr angenehm, dieses Bild von so einem Trichter, durch die ich dann im Prinzip die erstmal im LKSG-Kontext natürlich meine Lieferanten oder Businesspartner durchleite, schaue, okay, wen muss ich mir genauer angucken. Ja. Und so kann man dann ja für die doppelte Wesentlichkeitsanalyse das Bild also mal auch nochmal nutzen und sagen, okay, dann nehme ich eben die KPIs oder die Berichtspunkte, die man sich vielleicht anschauen sollte, mache die Analyse und habe dann am Ende nur noch wenige Punkte, die wirklich für mich als Unternehmen wesentlich sind. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen abholen. Was ist denn der Nutzen für mich als Unternehmen, wenn ich auch vielleicht nicht verpflichtet bin, diese Analysen durchzuführen? Was bringt mir das? Ja, da können wir auch super anknüpfen, das, was gerade schon gesagt wurde, weil auch gerade eben dieses Vorgehen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, ist ja für jedes Unternehmen sinnvoll, komplexe Sachverhalte abzubilden und zu managen. Und das gilt genauso für die nicht verpflichteten Unternehmen. Und ich bin auch, meine Botschaft dabei ist auch immer aufzusagen, seht es nicht als lästige Compliance-Pflicht, sondern geht das Thema proaktiv an, seht es als interne Prozessoptimierung, weil dann kann ich auch wirklich einen Mehrwert für mein Unternehmen daraus ziehen. Das fängt an jetzt beim LKSG dann auch wirklich ein strukturiertes Risikomanagement zu haben, Lieferanten einfach auch schneller zu screenen und onzuboarden. Im Kontext CSRD ist es sicherlich auch wichtig, auch für Unternehmen, die freiwillig einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen, dass sie einfach davon profitieren können, mal eine Standortbestimmung zu machen und zu schauen, okay, wo stehe ich in dem Thema, wo kann ich mich noch verbessern und wo kann ich dann auch wirklich einen wirklichen Impact haben. Dadurch stärke ich natürlich auch das Bewusstsein bei meinen Mitarbeitern und insgesamt im Unternehmen. Und all diese Faktoren führen natürlich am Ende auch dazu, dass ich einfach das Standing meines Unternehmens auch gegenüber meinen Stakeholdern deutlich verbessern kann. Also Reputation ist hier natürlich auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Sonst? Ja, würde ich tatsächlich gerne ergänzen. Das ist super wichtig, was du sagtest, Sabrina, und auch alles richtig und wichtig. Und da habe ich ein paar Beispiele aus der Praxis tatsächlich. Ein Stichwort ist das Thema Employer Branding. Ja, also ich selbst merke, wir alle wissen, der Personalmarkt ist durchaus eng heutzutage, spüre ich täglich. Und da merke ich, dass auch gerade die jüngeren Generationen, die vielleicht auch gerade von der Hochschule kommen oder woher auch immer, dass die sehr viel Wert auf diese Nachhaltigkeitsthemen legen, auch bei der Wahl. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass das dann am Ende vielleicht dem einen oder anderen mehr, oder vielleicht sogar schon, mehr wichtiger ist als das Gehaltsthema. Aber es ist dennoch, es ist eine signifikante Größe in der Diskussion, in fast jedem Bewerbungsgespräch mit jungen Leuten, das kann ich definitiv sagen. Ich denke, junge Leute haben auch inzwischen ein Gespür dafür bekommen. Man hat genug Greenwashing-Skandale mitbekommen und man merkt, ist ein Unternehmen wirklich engagiert, setzt sich damit auseinander oder haben sie ein paar nette Marketingaktionen? Sonst so ist es. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen so auch diesen Kontext Nutzen und Standortbetrachtung, hast du da Beispiele irgendwo? Jetzt aus der Standortbetrachtung nicht unbedingt, aber ich habe auch wieder eine Analogie zur DSGVO dabei, wenn du es mir gestattest. Und zwar, es ist ja so, wir haben ganz, ganz viele, auch kleinere und mittlere Unternehmen, die mittelbar von dieser ganzen Regulatorik betroffen sind. Warum? Weil die Großen in Anführungsstrichen, drücken oftmals diese Pflichten durch an ihre Lieferanten, an ihre Geschäftspartner. Und irgendwann ist es dann soweit, noch gibt es jetzt keine, also nicht unglaublich viele jedenfalls,
offizielle, nenne ich es mal, Zertifizierung, wo man dann direkt sagen kann, alles klar, ich habe alles erledigt. So pauschal sind wir noch nicht, so weit sind wir noch nicht. So war das aber bei der DSGVO damals auch. Es entwickelt sich aber aus meiner Sicht dorthin. Denn was muss ich tun als verpflichtetes Unternehmen? Ich muss einen sehr umfangreichen Due Diligence Prozess durchlaufen bei der Wahl meiner Lieferanten. Und was hilft mir da, diesen zu verkürzen, wenn das Unternehmen, auch wenn es klein ist und eben nicht unmittelbar verpflichtet ist von einer dieser komplexen Gesetze, wenn die ihre Hausaufgaben dennoch gemacht haben und vielleicht ein Zertifikat vorzuweisen haben, dass ich nur einen Checkmark setzen kann. Und das wird irgendwann so weit gehen, dass die ohne eine entsprechende Zertifizierung oder ohne, dass sie was dafür getan haben in dem Bereich, die werden gar nicht mehr in die Anbieterauswahl aufgenommen werden. Jetzt haben wir ja schon einiges zum Nutzen auch der freiwilligen Umsetzung gehört. Habt ihr uns vielleicht ein paar Insights zu den Herausforderungen, die ihr auch vielleicht im Beratungsgeschäft häufiger mal seht bei den Kunden? Da gibt es einige Herausforderungen natürlich. Angefangen, das kann ich auch so ein bisschen erzählen, wieder so aus dem Nähkästchen quasi. Wir fangen eigentlich immer mal mit Wissensschaffung an. Das heißt erstmal Verständnis, welches Regelwerk gilt für uns, ab wann gilt es für uns, bin ich verpflichtet mit meinem Unternehmen und wenn ja, ab wann. So. Und wenn wir dann gemeinsam beispielsweise dann identifizieren, wir müssen loslegen, wir starten gemeinsam ein Projekt, dann merken die Unternehmen sehr schnell, okay, mit den Themen haben wir uns so noch nie auseinandergesetzt oder oftmals jedenfalls. Und wie starten wir jetzt los? Das heißt, erstmal ist dann unser Beratungsauftrag auch zu helfen, wo finde ich denn, in welcher Abteilung im Unternehmen finde ich die relevanten Informationen? Und dann wird aber auch schnell klar, diese Informationen müssen ja auch irgendwie eingewertet werden. Und da können dann in der Regel auch externe Partner helfen. Ja, ich denke gerade Informationen, kannst du auch anders nennen, Daten, kennen wir sagen wir aus den anderen Panels heute, ist immer ein wichtiges Thema, auch erstmal einen Status quo, wie du sagst, zu erarbeiten, herauszufinden, wo steht das Unternehmen bisher, welche Datenquellen gibt es, in welchen Systemen liegen diese vor, wie kann man die internen Daten nutzen, was ist dann mit externen Daten, vielleicht kann Sabrina uns dazu noch was sagen. Ja, gerne, also Daten ist ja auch traditionell unser Thema bei Kreditreform, also von daher, wie Ben ganz richtig sagt, es geht natürlich erstmal darum, die Daten auch beim Unternehmen zu erheben und da stoßt man auf die ersten Schwierigkeiten, das sind keine Prozesse, die schon jahrelang etabliert sind, wie in der finanziellen Berichterstattung, die müssen erstmal neu aufgesetzt werden. Und wenn die Informationen natürlich dann vorliegen, ist es auch wichtig, diese entsprechend einzuwerten und auch vielleicht Vergleich darzustellen, wie stehe ich denn überhaupt da, auch im Vergleich zu meiner Branche. Und da unterstützen wir auch bei KREFO durch verschiedene Assessments, die es dann eben zum einen ermöglichen, die Geschäftspartner zu bewerten, aber die eben auch dabei helfen, die eigene Nachhaltigkeit zu bewerten und auch das nach außen dann entsprechend an seine Stakeholder zu kommunizieren. Was uns da wirklich auch wichtig ist, weil wir auch gerade ja im KMU-Segment unterwegs sind, die Unternehmen da abzuholen, wo sie gerade stehen. Und von daher haben unsere Assessments auch eine unterschiedliche Detailtiefe. Also ich sag mal, die Grundlage für alles ist unser ESG-Score. Den können wir für 3 Millionen wirtschaftsaktive Unternehmen in Deutschland berechnen. Da arbeiten wir teilweise auch noch mit synthetischen Daten, bauen aber da die Datenbank auch immer weiter auf und befragen die Unternehmen auch aktiv nach ihren originären Nachhaltigkeitsinformationen. Das können wir eben da auch natürlich sehr gut durch unser lokales Netzwerk mit über 1000 Rechercheuren und auch über digitale Tools natürlich, über digitale Strecken unterstützen wir das Ganze. Und das ist dann wirklich die Grundlage, um eine erste Einschätzung zu bekommen. Darüber gibt es dann noch ein weiteres Assessment, die Zertifizierung, die wir anbieten mit dem Eco-Zert. Das ist dann, da findet dann wirklich auch ein Benchmarking statt und wenn bestimmte Benchmarks erreicht werden, dann zeichnen wir das Unternehmen auch aus. Und darüber gibt es sozusagen für die Nachhaltigkeitsprofis unter den Unternehmen dann auch das ESG-Rating. Und da verknüpfen wir tatsächlich auch, worüber wir heute schon gesprochen haben, mit der CSRD-Berichterstattung. Also da setzen wir dann auch explizit auf den ESRS-Standards auf und bewerten da die Informationen im Sinne, wie zukunftsfähig ist das Geschäftsmodell des Unternehmens. Und da schauen dann unsere Rating-Analysten ganz genau hin. Okay, ich denke, jetzt haben wir Thema Daten schon ganz gut auch abgehandelt. Ich denke, das ist auch für unsere Zuschauer ganz von Interesse. Vielleicht kann Ben uns noch mal ein bisschen Einblick geben. Wie sieht denn das von den Unternehmen? Wir haben ja gesagt, es gibt Nutzen, freiwillige Umsetzung. Viele fühlen sich einfach verpflichtet oder sind verpflichtet. Was ist denn aus deiner Erfahrung heraus, aus den Beratungsgesprächen, der häufigste Treiber der Umsetzung? Also das ist durchaus unterschiedlich tatsächlich. Also ganz klar ist natürlich Treiber Nummer 1 bei den verpflichteten Unternehmen.
das Gesetz, ist klar. Aber eben gerade bei den nicht verpflichteten, und darauf zieht ja deine Frage eher ab, da ist es wirklich, das kann verschiedene Gründe haben wie Employer Branding oder ich bin häufig Zulieferer für verpflichtete Unternehmen und merke, ich muss halt ständig 50 Seiten Assessment Center Fragebogen beantworten. Das macht dann nach dem 15. Mal weniger Spaß. Irgendwann überlege ich mir, dann kann ich nicht etwas tun, um das nicht mehr machen zu müssen ständig. Das heißt, Ressourcen dann irgendwann letztlich auch im eigenen Hause zu schonen. Und es kann halt tatsächlich, und das ist eine ganz, ganz witzige Anekdote auch aus dem Tagesgeschäft, es kann tatsächlich, da kommt dann manchmal die Erkenntnis, hey, wenn ich mich mit diesen Prozessen beschäftige, dann hat das tatsächlich einen positiven Impact auch auf meine Wirtschaftlichkeit und nicht nur, weil es schön ist, heutzutage nachhaltig zu sein vielleicht. Und zwar war das bei einem Unternehmen, die hatten im Lager ihre Gabelstapler immer abends nach Feierabend quasi geladen und dann hatten die unglaubliche hohe Energiekosten, solche Spitzen im Verbrauch dann immer abends. Und dann hat man sich das angeguckt mit einer Energieberatung gemeinsam auch und hat dann festgestellt, hey, wenn ich das aufteile über den ganzen Tag, dann habe ich diese Spitzen nicht und dann haben die nachher tatsächlich einen sechsstelligen Betrag an Energiekosten jährlich eingespart. Ich denke, das lohnt sich dann doch. Kann sich lohnen, sich dann mit den Prozessen, auch wenn es vielleicht aus einer Verpflichtung erstmal heraus ist, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, sich die Strukturen, die eigenen Strukturen nochmal anzugucken und dann nochmal zu überlegen, vielleicht wo gibt es auch Potenziale, die wir irgendwo noch fördern können, wie dann eben solche Energiekosten. Ich schaue mal gerade, ob es noch Fragen gibt aus dem Plenum. Hier ist eine noch eingegangen. Hier wird gefragt, wir sind verpflichtet, das CSRD ab 2026 umzusetzen und dann über das Jahr 2025 zu berichten. Ab wann sollten wir denn spätestens damit anfangen? Ich denke, das ist eine relativ übliche Frage, die euch vorkommt. Ja, tatsächlich. Grundsätzlich gilt immer, früher ist besser als später. Wir haben jetzt so festgestellt, es macht schon Sinn, eigentlich immer mindestens ein Jahr vorher anzufangen. Es ist ja auch denklogisch sinnvoll, dass ich, wenn ich in 26 für das Jahr 25 berichten muss, dass ich dann 25 auch anfange, mich damit auseinanderzusetzen, wo kriege ich dann wann die Daten her. Nun muss ich vielleicht meinen Bericht nicht am 01.01.2026 dann abgeben, aber dennoch, die Erfahrung zeigt, wenn ich um 5:45 erst loslege mit so einem Thema, dann wird es am Ende eher teurer, weil ich dann plötzlich ganz, ganz viel mobilisieren muss auf einmal und ein Druck dahinter habe, der sonst einfach nicht da ist. Das kann ich auf Seiten Schumann vielleicht auch nochmal bestätigen. Wir kennen es ja auch aus dem Projektgeschäft. Wir müssen uns häufig erstmal damit auseinandersetzen, eben wieder dem Thema, wo liegen die Daten? Und wenn ich erst retrospektiv anfangen muss, die Daten zu suchen, dann ist es vielleicht leichter, sich vorher damit auseinanderzusetzen, sie live zu erheben, schon mal zu sammeln und auszuwerten. Dann kann ich den Bericht auch vielleicht leichter vorbereiten. Exakt. Gut. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige interessante Einblicke bieten, das Thema vielleicht noch ein bisschen einordnen. Und auch aus der Praxis doch noch ein paar Anekdoten mitbringen. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch und würde einmal übergeben zu Stefan. Ja, danke dir, André, und danke natürlich auch euch für den Beitrag. Ja, also die Ungewissheit bleibt letztlich so ein bisschen, kann man sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir können sicherlich auf Guidelines und Richtlinien aufbauen, ja, die sicherlich auch die Verpflichteten schon gesammelt haben und damit eben auch, wenn ich noch nicht verpflichtet bin und das gerne dennoch umsetzen möchte, die entsprechenden Regulatoriken daran mich knüpfen. Ich muss mich dann letzten Endes einfach entscheiden, zu welchem Teil möchte ich gehören, möchte ich proaktiv mit den Thematiken umgehen oder bin ich eher zurückhaltend und folge dann eben erst, wenn die gesetzliche Verpflichtung eben da ist. Gut, soweit bis hierhin. Meine Erwartungen an die Runde wurden erstmal erfüllt. Also dafür nochmal herzlichen Dank.